Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblechkutsche Garage. Ja, das ist jetzt mittlerweile das dritte Video von unserer Reihe Kompressor Swap am M50 und wir wollen jetzt die Zeit zwischen die Jahre nutzen, um hier mal deutlich vorwärts zu kommen. Genau, wir wollen jetzt endlich mal mit der Ladeluftverrohrung weitermachen und schauen, für was wir sonst noch zur Zeit haben. Alter bekannter Ladeluftkühler. Wir haben ja gesagt, wir gehen mit dem Rohr da so rein und kommen da unten an. Dann werden wir erst einmal das Silikon drauf machen und schauen, wo wir ungefähr landen. Wir haben jetzt da sämtlichen Platz genau ausgereizt, also weniger Platz darf es natürlich nicht sein. Dann können wir jetzt da vorne da das Eck wegschneiden und können da einmal einen Cut setzen und können da dann das nächste Rohr draufschweißen. Da sind jetzt noch ein bisschen Späne drin, damit man die da rauskriegt. Gibt es einen alten Rohrreiniger-Tipp? Zertifizierter Rohrreinigungsbesen. So. So, aller Anfang ist schwer. Wir haben uns jetzt unten markiert, wie das ungefähr zusammengehört. Ich werde jetzt da Schweißpunkte drauf machen und da werden wir es fein ausrichten unten am Fahrzeug. Für den Spaß haben wir uns jetzt extra ein ACDC-Gerät angeschafft, weil Alu-Schweißen mit DC-Gerät geht leider nicht. Durchgeschweißt ist. Schauen wir mal unser Werk an, was wir da basteln haben. Schaut ganz gut aus. Das haben wir jetzt ungefähr auf 2-3 mm genau hingelegt. Dann können wir es nämlich nachher noch schön befestigen. Wir haben noch ein ganz lustiges anderes Problem. Und zwar die Schraube hier, die ist zu kurz, das ist quasi die an der Halteplatte, die unten an der Lichtmaschine vorbeigeht. Das heißt, wir haben jetzt eine längere besorgt. Das Thema ist das, zwischen den Jahren hat man das Problem, dass man einfach nichts bekommt. Und deswegen müssen wir jetzt da schnell einen Konus hinmachen, dass wir die Halteplatte fixieren können. Gut, betrachtet man das mal als montiert. Ja. Gut, jetzt sind wir da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir werden jetzt gleich mal einen Riemen auflegen und dann nochmal schauen, ob da wirklich die Freigängigkeit gegeben ist.
Und dann werden wir weitermachen mit der Ladeluftverrohrung, die wir dann von da unten da rauf, da unten irgendwie reinlegen müssen. Nur so, dass man mal eine Idee bekommt. Mit dem Riemen jetzt, den haben wir jetzt da mal mittig hingelegt. Viele haben ihre Swaps den ganz außen. Ich weiß nicht, ob jetzt bei uns jetzt die Halteplatte ein bisschen anders ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle fluchtet er jetzt, wenn man den mittig vor dieser Riemenscheibe liegt, perfekt. Mit sowohl der Lichtmaschine hier, als auch unten mit der Servopumpe. Von dem her würde man das jetzt erstmal so lassen. Nächster Step. Wir haben hier diesen Silikonbogen, der deutlich zu lang ist, aber ist ja erst einmal egal. Und wir müssen, wenn wir den jetzt mal aufstecken, müssen ja da runter irgendwie. Jetzt muss man da ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja hier noch die Kühlwasserleitung und wir haben hier schon den Riemen, der uns dann irgendwann zukünftig im Weg umgeht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal bis da hoch hergehen ungefähr und da dann hier irgendwie so einen Bogen rüber, dass wir da drauf kommen. Das wird alles ein bisschen mutiger. So, wir haben jetzt dieses Rohrstück, das möchte man dann hier cutten, weil das setzen wir hier ein. Das cutten wir genau auf dieser Höhe hier. Und dann sind wir da schon im perfekten Winkel nach oben und können vielleicht den oberen Teil, der gecuttete ist, mit dem Ding da drauf machen, dass es dann im 90 Grad Winkel oben rausschaut. Aber das sehen wir dann. Schneiden wir das erstmal ab und schauen weiter. Vielleicht machen wir da was hin. So, wir nehmen jetzt einfach den Bogen da. Stellen jetzt einfach mal alle Bemessung auf das andere drauf. Wenn es unten perfekt gerade ist, genau, dann kommen wir da perfekt raus. Dann müssen wir bloß noch da richtig rumbiegen. Also wahrscheinlich so in etwa. Dann müssen wir da noch drauf kommen irgendwie. Bevor wir jetzt das hier endgültig verschweißen, anzeigen haben wir es ja schon, müssen wir jetzt da eine Bördelkante hinbringen. Wir möchten ja später verhindern, dass der Schlauch runterrutscht. So, dazu gibt es diese patentierte 0815 Bördelmaschine. Dazu kommt dann nochmal irgendwann ein eigenes Video, wenn ich Zeit habe, das zum Schneiden. Und damit bringen wir jetzt die Bördelkante ein. So, und was sieht man jetzt halt? Eine Bördelung, die okay ist. Die auch nicht mehr ist als die andere, was bis jetzt auf die anderen Rohre drauf war. Das reicht, dass der Schlauch definitiv nicht abfliegt. Die Bördelung ist jetzt dran. Jetzt müssen wir das Rohr hier da drauf bringen. Anzeichnet haben wir die ganze Geschichte. Ungefähr halbwegs stabil machen. Auf diesen Most Professional Schweißtisch, der ganz gut leitendes Holz hat. Genau, das pumpen wir jetzt an, dann halten wir das nochmal einmal final rein. Und wenn es uns dann noch gefällt, dann schweiße ich es durch. Passt. Jetzt schauen wir mal, ob unser Quatsch hier, den wir da fabriziert haben, überhaupt funktioniert. Der sogenannte Magic Mount. Also den müssen wir ein bisschen einkürzen und da noch da quasi 45 Grad Bogen rein fabrizieren und dann ist die Seite schon angeschlossen. Wichtig, gerade bei Alu, erst sauber machen, weil sonst die Oxidschicht, also wenn man die jetzt schon ganz dünn macht, dann kann man da besser schweißen, dann muss man nicht so viel Schicht aufbrechen. Gut, durchgeschweißt ist jetzt der ganze Spaß.
montieren wir das mal nochmal. Da müssen wir jetzt mehr oder weniger auf 45 Grad Winkel drauf nageln und dann sind wir eigentlich schon da, wo wir sein möchten. Bevor wir jetzt da diese Geschichte hier abschneiden, wissen wir, dass der Bogen hier eh da unten angeht. Das heißt, wir gehen da jetzt eh her, nehmen da oben mal einen Zentimeter raus, damit wir den weiter aufschieben können. Und dann schauen wir weiter, wie es sich ergibt. Und an der Stelle mal wieder ganz klar sagen, Props gehen raus an Scheren von der Theresienapotheke. Schlagartige Verbesserung. Also wirklich. Also da dürfen wir ganz viel rausnehmen auf der Seite. Das müssen wir ein bisschen nach unten weisen lassen. Jetzt haben wir da dieses, das sind jetzt 2x15 Grad insgesamt, also 30 Grad Bogen. Den werden wir hier so hinbraten. Ich hoffe, man hat es gesehen. Dann kommen wir mit dem hier so rein. Werden wir den auch noch leicht anschrägen. Dann kommt natürlich ein gutes Stück weiter vor. Und dann sind wir soweit. Okay, mein, das Stück, das wird ganz viel reißen. Ja, stell dir vor, du hättest es wieder mit scheiß Silikonbögen machen müssen. Du nirgendwo hinkommen. So, egal wie wir jetzt das da drumherum bauen, wir müssen immer schauen, dass wir das hier so rein schiebend montieren können. Und dann sind wir nämlich mit der Aktion schon ungefähr da. Und da schneiden wir jetzt noch ein Scherzerl weg. Wir haben jetzt da schon ungefähr das 10.000. Mal abgeschnitten. Das heißt, wir kürzen hier noch ein bisschen ein und hier noch ein bisschen ein. Jetzt erstmal den Schlauch mal deutlich kürzer machen, damit wir dann da die Luft runter bekommen. Drops gehen raus an die Schere. Jetzt batschen wir es hier. Geschirr ist auch groß. Das, wenn es gerade abschneidet, dann sind wir eigentlich schon, dort. So, am Ende der Reise, dann machen wir das doch. Wir werden, da machen wir noch ein bisschen kürzer. Mhm. Dann kommen wir da noch ein bisschen besser hin. Ja, dass der Knick da entspannter ist. Ja, und der Knick noch ein bisschen entspannter, wobei der Kompressor drückt den schon auf. Ich glaube, der kennt da keine Gnade. Ja. Alter, ist ja richtig viel Platz zum Rimmer und zum Wasserschlauch und zum Kühler und zu allem. Ja. Genau, so liegt das jetzt drin. Das heißt, wir müssen da nichts mehr biegen, das passt jetzt soweit. Wir haben jetzt da ausreichend Platz, hier noch die Rohre für die Drosselklappe zum Verlegen. Da können wir eigentlich relativ gerade tatsächlich hier runter durchgehen. Und dann können wir da noch ganz unelegant noch irgendwo drüber die Frischluft herbringen. Aber das passt jetzt soweit, das kann ich dabei durchschmeißen. Jetzt haben wir den Bogen da hingebaut. Das letzte Step, hier wieder unten noch eine Sicke anbringen und dann haben wir schon die erste Custom Charge Pipe. Feuerlung ist dran. Machen wir es noch einmal schnell sauber. Dann montieren wir es mal rein, schauen, ob es wirklich komplett passt. Machen wir die ganzen Schellen drumherum. Das einbauen kann. Ihr seht schon da unten, da müssen wir noch ein bisschen befestigen, dass es nicht allzu viel lebt, aber prinzipiell ist das erstmal schon so drin, wie es sein sollte. Mit dem Bogen hier schön an der Lüfterzauge vorbei, dass da nichts kollidiert, da ausreichend Freigängigkeit am Riemen, selbst wenn der schwingen würde, wird da nichts passieren. Da unten haben wir ausreichend Platz für die Wasserleitung her. Und da ist jetzt alles schön drauf, mit der Börrelung hier, dass es nicht mehr abfliegen kann. Passt also. Und natürlich da oben auch ausreichend Freigängigkeit. Die Ladeluftrohre haben jetzt mal eine schöne Farbe gekriegt. Also wir haben es jetzt einfach mit Wärme- oder Hitzeschutzlack vom Auspuff behandelt.
weil im Motorraum wird es ja auch merklich warm. Und wir stehen eigentlich eher so auf den Look, dass das alles schwarz ist und ausschaut wie OEM. Und das ist die zweite Seite vom Ladeluftkühler weg. Und das schaut natürlich jetzt deutlich edler aus und auch, sag ich mal, mehr der OEM-Look. Damit wäre jetzt schon mal die Druckseite bis zum Ladeluftkühler durch. Das heißt, das fällt jetzt hier gar nicht mehr auf. Wir haben es jetzt nochmal einmal endangezogen. Passt soweit, ist soweit drin. Wir werden uns noch irgendwann um die Abstützung kümmern, damit das Ganze hier nicht das Flattern anfängt. Weil es ist noch ein bisschen lebendig, aber mit einer Abstützung ist es dann in Ordnung. In einem von den nächsten Videos kümmern wir uns jetzt dann endlich um diese Geschichte hier. Nämlich, dass wir den Druck vom Ladeluftkühler an die Drosselklappe kriegen. Aber ich denke, da machen wir jetzt an dieser Stelle zu und dann sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.